Papadopoulos kam mit leeren Händen in dieses Land. Dann gründete er die inzwischen berühmte Firma Papadopoulos und Söhne. Hier ist der europäische Unternehmer des Jahres, Harry Papadopoulos. Bank ist pleite. Hat das negative Auswirkungen auf deinen Kredit? Ich habe immer gesagt, schaff was ins Ausland. Vielleicht hätte ich da griechischer sein müssen. Hey, das ist ein Bankrottbaby, keine Katastrophe. Was gehört rechtlich gesehen noch uns? Der Fish and Chips Shop. Wegen eines Miteigentümers namens Spiros Papadopoulos. Ich will die drei Brüder verkaufen. Wir können die drei Brüder nicht verkaufen. Wir werden die drei Brüder wieder eröffnen. Redet er etwa von uns? Ich eröffne bestimmt keinen Fish and Chips Shop. Niemals, 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 nie. Ich bringe euch griechische Tänze bei. Wir frittieren ein paar Fische. Toll. Ich versuche, was Gutes dran zu finden. Und? Nein, gar nichts. Das, was Sie gerade mit Ihrem Bruder machen, klingt befreiend. Und das ist wie ein Startup. Die Familie sitzt in der Gosse. Bei euch Griechen muss immer alles dramatisch sein. Lust auf Pommes? Wir sind unheimlich stolz auf dich. Die besten Fish and Chips in London. Ruf an, wenn du an die Börse gehen willst. Im Leben kommen nur zwei Dinge ganz gewiss. Der Tod und die Steuern. Es sei denn, dein Mann ist Grieche. Dann nur der Tod.